Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Wir befinden uns heute mal wieder auf Tale of the Dragon, die wir uns vor ein paar Folgen runtergeladen haben, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Und haben den Covet hier in der Track-Variante, weil ich wollte den ja benutzen mit dem wunderschönen Spoiler. Und ja, erstmal hier wunderbar den Staudamm runterfallen lassen. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie er sich denn hier auf der Straße fährt. Eine Strecke sind wir ja nicht. Natürlich äußerst gefährlich hier, was wir tun. Denn denkt dran. Auf der Straße fahrt vorsichtig. Wie war das immer bei Need for Speed? Verantwortungsvoll und rücksichtsvoll. Ja, immer ein Sicherheitsgurt und so weiter. Ah, who cares? Die 30 Strafzettel fürs zu schnelles Fahren machen es auch nicht dick, oder? Und wenn man keinen Führerschein hat, dann kann man immer noch zu schnell fahren. Tut's nicht. Tut's nicht, wirklich nicht. Nein. Aber auf jeden Fall, ist erstaunlich schnell. Ich habe ja einen Witz über den gemacht, aber muss sagen, bisher liegt er ganz gut auf der Straße. Ist schnell. Sowas ist dann etwas blöd. Au. Ich bin froh, dass wir nur unser Rad kaputt gemacht haben und nicht mehr. Und frage mich, warum zur Hölle das dazu war. Warum war es dazu? Warum war es zu? Und wie haben wir es da eben durchgeschafft? Aber egal. Ich will nicht daran zweifeln. Ich zweifle nicht an dem Spiel. Haben einen ziemlich schönen Szenen hier, oder? Sieht ganz cool aus. Fahren wir mal weiter in die Richtung. Gehen wir in die First Person. Natürlich schön hoher FOV. So, ich habe keine Ahnung, wo die Straße lang geht. Deswegen ist es immer gut, möglichst schnell zu fahren. Damit man schneller sieht, wo die Straße hinführt. Dementsprechend ist man auch schneller tot. Und hat weniger Zeit zu merken. Oh fuck, jetzt bin ich gleich tot. Also, Profit. Profit, Leute. So, und ich entschuldige mich übrigens für die Upload-Zeiten. Ich hoffe, sie werden am Morgen besser. Sorry. Gut, aber auf jeden Fall, der Covid hier liegt erstaunlich gut auf der Straße, muss ich sagen. Verdammt gut liegt er auf der Straße, aber noch besser liegt er, wenn er gegen den Baum ist. Das ist dann ganz schön, ja. Schön. Komm. Ach, müssen wir dir eben deinen Arsch hier raufsetzen. Das ist deine Front, genau, du bist ja Frontantrieb. Spezielles Kind, echt. So, jetzt will er wieder. Los, danke. Komm. Wunderbar. So, also hier ohne Probleme mal eben mit 90 die Kurven nehmen. Das ist nicht schlecht. Nur untersteuern tut er wie die Hölle irgendwann. Ja, da ist dann einfach für die Frontachse zu viel. Aber er steuert sich so präzise. Mein Gott. Der liegt absolut auf der Straße. Er untersteuert zwar, wenn du zu schnell in die Kurven reinfährst. Ah, da wollen wir ganz kurz ein bisschen übersteuern. Aber sonst macht er was man sagt. Nicht schlecht. Hier bremsen wir mal, weil ich keine Ahnung, was lang geht. Okay, rechts. Die war etwas stärker, als ich dachte. Passt aber. Wir können immer noch weiter durchfahren. Sie wird sich wieder nah am Anfang. Also, wo man normalerweise spawnt. Das war knapp mit dem Baum. So, hier schön rum. Rechtskurve, Linkskurve, untersteuern. Ay, heute sind wir aber bestimmt glücklich hier. Gebe ich zu. So, können wir hier. Hauptsache, wir wollen unser UI haben, dann sehen wir wenigstens, wie schnell wir sind. Hier in der Motorhaubenansicht. Reinbremsen. Das war ganz miserabel. So. Okay, Motorhaubenansicht ist nicht meine Ansicht. Habe ich notiert. Achso, teilweise muss man dann hier in diesen scharfen Kurven mit der Handbremse arbeiten, weil man sonst nicht rumkommen würde. Aber das liebe ich. Danke. Wenn das Spiel mal wieder gar keinen Input will. Man lenkt. Man will die Kamera. Also man will einmal die Kamera machen, dann wechselt es zur Maus irgendwie. Und dann kannst du nicht mehr lenken. Das kotzt an. Nimm mal einen anderen Wagen, oder? Ihr seid doch bestimmt genug von dem. Was können wir denn nehmen? Welchen Wagen nehmen wir selten? Hier unten noch was? Ganz ehrlich, den D-Series haben wir da selten genommen in letzter Zeit. Da haben wir doch Chief Ranger. Top of the Line Special Edition. Da haben wir doch bestimmt Supercharger für dich. Für einen schicken Dually wie dich.
Aber doch garantiert was. 5 Liter V8, Stage 3 Supercharger, einfach einen schicken Overkill. So, und ab geht die Post. Driften im Dually, warum nicht? So. Der hat natürlich starke Grip-Probleme hier. Haben auch nicht die besten Reifen drauf, sagen wir mal. Au, au, au. Au, 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 au. So. Können wir Rennreifen draufziehen? Das wäre etwas lächerlich, aber vielleicht können wir das. Zumindest vorne. Ne, kann man nicht. Heavy Duty und All Terrain. Bringt uns beides nichts auf den Rädern. Aber der geht schon ganz schön böse ab hier auf 100. Ist der Frontantrieb? Der ist nicht Frontantrieb, das kann man sagen. Ne, gut. Wollte gerade sagen. Ja, jetzt merkt man es auch. Wirkte nur gerade eben irgendwie etwas wie Frontantrieb. Au. Das passiert, wenn ihr euer Rad einmal reinsteckt. Das falsche Löchlein. Niemals ins falsche Löchlein zu stecken. Niemals. Niemals. Ich meine natürlich nur das Rad, ne? Weil sonst ist es irgendwie falsch einsortiert. Niemals. Niemals, Leute. Etwas kaputter Woche, ne? Lass uns aber nicht stören. So. Achso, wir sind Allrad. Wir sind Allrad? Das finde ich schon mal eine Frechheit. Ich will hier nicht Allrad sein. Allrad ist eine absolute Frechheit. Wir wollen Heckantrieb, so wie Gott das gewollt hat. Warum war das? Ich gebe zu, ich weiß nicht, wo das versteckt ist. Ach, da ist es doch. Da, ja, danke. So, deswegen dachte ich auch eben, dass das... Ja, deswegen kam es auch irgendwie Frontantrieb vor, weil der nicht so rausgesteppt. Ja, wunderbar. So ist er doch viel besser zu kontrollieren. Hust, hust. So, aber so muss das sein. Das können wir doch. Jetzt brauchen wir nur noch Eurobeat. Und schon das Initial D, Mates. Easy. Bisschen Tofu-Deliveries hier. Brauch immer Tofu? Wir sind auf dem Weg. Sobald ich die Kurve kriege. Ohne zu sterben. So, und jetzt guckt Ego-Perspektive. Und rum. Nee, okay, wartet. Klatschkick. Oh ja. Oh Gott. Oh mein Gott, wir sind an beiden Bäumen vorbei. Ah, an dem nicht. Schade. Wir sind an den Bäumen. Bei Bäumen. An den Bäumen. Bäume. So. Fast den Motor beschädigt. Mein Gott, ich komme hier nicht raus. Der Spiegel sagt Tschüss. Ah, das ist eh Gewichtsreduzierung. Das war alles Absicht. So. Okay. Komm schon. Oh, wunderbar. Hier rum. Hier rein. Handbremse. Gas. Oh ja, da kommen die Sicken Drifts rein. Initial Dually, Mates. Initial Dually. Okay, das ist zu gut, der Titel. Das wird der Folgentitel. Jetzt bricht eigentlich noch Eurobeat. Aber wir driften nicht wirklich sick, also. Autsch. Au. Ich glaube, dann lassen wir es auch für heute sein mit der Folge. Sind eher am Ende angekommen. Folge 1000, wie gesagt, am Samstag. Und ja, auf jeden Fall. Ich denke, damit mache ich Schluss. Ich bedanke mich für euch fürs Zuhören. Sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.